doch ganz genau, die Welt, sie dreht sich. MC Zocker ist am Start, also beweg dich täglich. Wer bringt die Redstone-Tutorials am Start? Infos über Updates, so wie du es magst. Und du weißt doch ganz genau, die Welt, sie dreht sich. Heyho, hallo meine Freunde und willkommen zum neuen Video von eurem MC Zocker. Und heute bin ich mal wieder auf Team Holy unterwegs. Heute zeige ich euch nämlich meinen neuen Rang auf Team Holy. Aber davor grüße ich noch ein paar Personen. Also, grüße gehen raus an den Minecrafter HD, an DreamyGHG und an StarCrafter. Den Rest grüße ich an den nächsten Videos. Und wenn genau du auch gegrüßt werden willst, schreib gerne einen netten Kommentar mit dem Hashtag Gruß. Mit dabei ist heute der liebe Uhrenturm. Moin moin. Dazu, Leute, wollte ich mich noch bei euch bedanken für die 11.000 Abonnenten. Wir haben im Januar über 400 Abonnenten plus gemacht. Da geht auf jeden Fall noch ein fettes, fettes Dankeschön raus. Und ich würde sagen, dann geht's gleich auch schon direkt los. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind hier einfach mal in einem 1 vs 1 gegen lieben Uhrenturm. Und dabei werde ich euch mal ein bisschen erzählen, was ich so für Rechte habe. Ich habe mit dem YouTuber Plus Rang, Leute. Erstmal YouTuber Plus Rang ist hier nicht wie auf zum Beispiel Creeper Games irgendein YouTuber Rang, sondern das ist ein Admin Rang, beziehungsweise ein Rang ähnlich wie Admin. Ich stehe hier, wie ihr im Chat seht, über Mod und unter Admin. Und ich kann mit dem Rang zum einen in den Game Mode gehen. Und nein, Leute, das werde ich natürlich nicht ausnutzen. Das ist cool für die Unmod und so, oder wenn ich was bauen will. Ihr seht, Leute, ich könnte jetzt eigentlich in den Game-Mode gehen und sein Better bauen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich werde meine Rechte nicht ausnutzen. So ehrenlos bin ich dann doch tatsächlich nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz cooles Feature. Dazu, Leute, das ist zwar nicht unbedingt mein Aufgabenbereich, aber ich kann Reports bearbeiten und bannen. Das heißt, wenn jemand mit /report, zum Beispiel wegen Hacking, reportet, kann ich den einfach wegbannen. Was ganz cool ist, Leute, deswegen join auf jeden Fall auf Team Holy. Die haben da momentan abends 80, 90 Spieler und sogar jetzt schon in der Früh 37 Spieler, was auf jeden Fall extrem, extrem cool ist. Dazu, Leute, was ich noch für Rechte habe, ich kann Ränge vergeben. Das heißt, ich kann rein theoretisch jetzt einfach hier neben dem Uhrenturm, der hat natürlich jetzt schon Rang, hätte der keinen Rang, einfach mal für 30 Tage VIP Rang geben. Und da wir jetzt auch die 11k geknackt haben, Leute, würde ich einfach mal sagen, verlose ich unter meinem nächsten Stream 30 Tage den VIP-Rang hier auf Team Holy. Damit könnt ihr starten, Join Me's machen und eigentlich so alles, was das Herz begehrt. Das ist momentan der höchste Rang im ganzen Shop, weil Holy ja nicht drin ist. Holy ist so ein Freundesrang, oder? Ja, genau, das ist so ein... Also ich glaube, man konnte den vor einer Zeit kaufen für 6 Monate. Ja. Aber jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist so ein Freundesrang für Admin und so, glaube ich. Ja. Genau, das heißt, den können Admins vergeben. Und ich werde keine Ränge Lifetime vergeben, beziehungsweise vielleicht einmal oder so, da das dann doch etwas sehr lang ist. Dazu, Leute, wenn ihr auf Team Holy spielt, die haben Discord, die haben Insta-Account, das heißt, da könnt ihr überall auch Support erstellen. Ich habe schon mal eine ganze Servervorstellung gemacht, da könnt ihr euch gerne mal angucken. Es gibt auf dem Server hier Knockback FFA, MLG Rush, Bad Wars, alles, was das Herz begehrt. Und da gibt es auch bald vielleicht eine neue Map in Knockback FFA, die ich gebaut habe, die heißt Holy. Guckt auf jeden Fall mal vorbei, wenn ich euch auf der Map finde. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also ich bin ja im Team. Da geht auch nochmal ein fettes Dankeschön an Team Holy raus, dass ich da ins Team aufgenommen wurde. Vielen, vielen Dank da auch für euer Vertrauen. Freue mich auf jeden Fall auch auf eine schöne Zusammenarbeit. Deswegen, Leute, wenn ihr auf Team Holy spielt und auch schon da gerne ins Team wollt, könnt ihr euch da bewerben, Leute. In der Bewerbungsphase, das Team ist mega sympathisch. Also es ist extrem cool hier zu spielen. Und der Server bekommt auch immer neue Spielmodis. Die Admins sind hier wirklich hinterher. Und die Spielerzahlen sind momentan auch wirklich am steigen. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine kleine Runde Bad Wars hier, beziehungsweise mit dem Uhrenturm. Nice, das war sehr gut. Ich muss sagen, du hast freigesprochen und Bilder benutzt. Ich wollte auch gerade sagen, und Bilder benutzt. Ich mache ein Join Me. Okay, Leute, hier beginnt die Runde Bad Wars. Wir sind 7 von 8 Leuten. Ich bin hier unter anderem gegen den Spukabteil, okay? Ihr müsst auf jeden Fall mal, Leute, bei dem lieben Stacho auf YouTube vorbeigucken. Der hat ein Video gemacht, wie er gegen mich gespielt hat. Und der Gute hat mich ziemlich hops genommen. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Stacho heißt er auf YouTube. Sein letztes Video hat vor 15 Stunden, zur jetzigen Zeit, schon 3000 Aufrufe. Verdammt, verdammt krass, was da bei Stacho abgeht. Sonst guckt auch bei meinem letzten Video vorbei, Leute. Das war gegen den lieben Nahir. Da haben wir nämlich gegen den ein paar Spielmodis gespielt. Und wer da das ganze Battle im Endeffekt gewonnen hat, könnt ihr euch dann angucken. Bin auf jeden Fall nicht gut in Inclined, Leute. Ich übe momentan Inclined, aber gerade ohne Crip ist das nicht so gut. Ich habe gerade in-game auch ein paar Lags. Okay, Leute, ich habe kurz was bei meinen Video-Settings umgestellt. Soll jetzt aber auch nicht weiter stören. Wie gesagt, Leute, ich habe ja meinen neuen PC und da bin ich momentan noch ein paar neue Sachen OBS am Einstellen. Hab jetzt schon neue OBS-Settings, das soll schon mal besser sein. Und ich werde mich da jetzt vielleicht noch unter anderem mit Nahir in Verbindung setzen und besprechen, weil der hat sehr gute OBS-Settings. Dass ich da vielleicht ein bisschen was mit dem abgleiche und der kommen welche. An der Stelle habe ich erstmal 5-mal eine Nachricht wegen den Killauger von dem lieben Uhrenturm. Sehr gut.
Der liebe Uhrenturm macht auch TikTok, könnt ihr mal vorbeigucken. Und der ist verdammt gut in Flat Clutches, Leute. Ich will auch mal so ein Video machen, wo ich mir Flat Clutches beibringe. Aber da werde ich mir davor erstmal noch die Bloody A70 holen. Momentan spiele ich ja mit der Kane 120. Weil für Flat Clutches ist die Bloody A70 einfach die beste Maus. Ich denke, das sieht auch Stacho unter anderem so, der auch für Flat Clutches bekannt ist. Ja, also ich muss sagen, echt Bloody ist eine echt gute Maus, vor allem die A70. Ja. Kann ich nur weiterempfehlen, weil ich habe sie auch selbst. Von der A-Battlers habe ich noch nichts Positives gehört. Da haben die meisten gesagt, die ist wie die 70, nur in schlecht irgendwie. Da habe ich jetzt, kann ich mir noch nicht so viel zu sagen. Ich wollte sie mir auch holen, mal ausprobieren. Aber ich hab's auch schon ab und zu mal gehört, ja. Auf jeden Fall, Leute, was ich auch Positives sagen kann über Team Holy, es ist gerade noch recht früh und wir sind schon 30 Spieler, also hier füllen sich Runden immer. Das war früher so, als ich hier angefangen habe, gar nicht. Da haben sich Runden nicht gefüllt. Und jetzt, wirklich, kann man sagen, der Server hat sich extrem gebessert. Okay. Gut, ich würde sagen, GG, das war's von der Runde Bedwars an der Stelle. Sagen, Leute, nochmal vielen, vielen Dank an das Team Holy Team. Ich werde in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal zum Content. An alle, die jetzt hier neu dabei sind, weiterhin auf Anti-AC, Gomme und Team Holy spielen, natürlich größtenteils auf Team Holy. Und da könnt ihr euch auf viel nice Content freuen. Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr noch gerne sehen würdet. Irgendwie ein kleines Hackerbann-Video oder vielleicht auch ein kleines Video. So ein bisschen über Freunde trollen. Und ich würde sagen, das ist hier ein Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut da rein und ciao. 5 Jahre sind es nun schon und wir gehen weiter.